Hallo und willkommen zurück zu Vuelta a España. In der letzten Etappe haben wir wieder eine Minute verloren. Sehr, sehr enttäuschend. Hat mich auch gerade richtig geärgert. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als weiterzufahren. 2 Minuten 47 ist jetzt unser Rückstand schon auf Vogelsang. Das wird schwierig, das am Berg und im Zeitfahren wieder gut zu machen. Heute vor allem wird es wieder relativ hügelig im Ziel. Aber nur 167 Kilometer lang die Etappe. Ach, ärgerlich. Wirklich richtig ärgerlich. Kwiatkowski ist wieder vorbeigezogen im Gesamtklassement und an uns bedeutet, er wird auch wieder mehr beschützt werden als wir. Wirklich einfach nur blöd. Aber können wir ja nicht ändern. Ich dachte eigentlich, da vorne über den letzten Berg drüber zu fahren, wäre gut. Aber im Endeffekt sind wir dann halt in der Ebene abgehängt worden. Ist ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Sehr, sehr schade. Taylor Finney beschützt uns tatsächlich. Okay, finde ich gut. Heute natürlich wieder mal eine hügelige Ankunft. Also die Vuelta hat es in sich. Sehr, sehr schön gemacht hier. Kleine Brücke. Von Palmen umgeben. Also wie gesagt, die Vuelta hat es in sich. Allerdings ist es bislang nicht so richtig unser Terrain. Wir hatten eine einzige Etappe mit einer langen Bergankunft, wo wir leider nur Dritter geworden sind. Da wurde auch in der Ebene extrem gedrückt, was uns nicht zu Pass gekommen ist. Und da haben andere Fahrer wahrscheinlich nicht so viel Kraft verbraucht wie wir. Am Berg sind wir der Stärkste. Unsere Form ist weiter steigend. Und ich denke mal zur 11. Etappe nach dem Ruhetag, da werden wir richtig attackieren können. Ich bin gespannt, wie diese Etappe verläuft. Hier können wir eigentlich auch mal komplett langsam fahren. Dann machen wir halt mal eine richtig lange Halbstunden-Etappe. Eigentlich bestimmt ganz cool, sich das anzuschauen. So, heute, na, wie gesagt, erstmal relativ flach. Nicht besonders lang die Etappe, was uns noch in die Karten spielen könnte. Dass wir hinten raus mithalten können. Wird auch da wieder relativ schnell wahrscheinlich sein, das Tempo. Aber mal schauen. Es hängt wahrscheinlich auch wieder viel von der Tagesform ab. Und wie gesagt, gestern das mit der Minute dann im Sprint die Minute zu verlieren, das ist wirklich ärgerlich. Aber uns hat halt auch ein bisschen die Kraft gefehlt, um noch weiter vorne mitzufahren. Ja. Blöd. Ganz einfach nur blöd gelaufen. Aber gut, das macht es natürlich interessanter für die letzten beiden Wochen, in denen wir uns ja jetzt quasi schon befinden. Wir sind bald bei der Halbzeit angekommen. Und ab der 11. Etappe geht die Vuelta eigentlich erst so richtig los. Diese sehr, sehr lange Bergetappe. Eigentlich die Königsetappe wahrscheinlich. Bin gespannt, wie das Rennen verlaufen wird. Leider nur noch ein 9. in der Gesamtwertung. In der Nachwuchsfahrerwertung sind wir 2. Aber Simon Yates sollten wir eigentlich schlagen. Am Berg haben wir ihm ordentlich Zeit abgenommen. Das sollten wir schaffen. So, jetzt haben wir schon, sind nur noch 90 Kilometer bis ins Ziel. Gibt dann einen kleinen Anstieg der zweiten Kategorie, aber der ist auch so rund 40 Kilometer vorm Ziel. Weiß nicht, ob da schon Tempo gebolzt wird. Ich kann es mir natürlich wieder vorstellen. Werden wir wieder abgehängt, beziehungsweise unser gelber Balken platt gefahren. Naja, schauen wir mal. Also ich habe schon mehrfach gesagt, die Grafik ist wirklich schön. Man sieht, dass man in Spanien ist. Das ist ein Unterschied zum Giro. Die Tour de France sind wir hier ja noch nicht gefahren. Die bin ich ja nur mit meinem Privatfahrer gefahren. Da haben wir noch keine Eindrücke sammeln können. Das machen wir dann aber hoffentlich nächstes Jahr. So, bislang eine relativ langweilige Etappe. 5 Fahrer sind vorne weg. 2. Sprintwertung haben wir auch überfahren quasi. Gerade Brambilla ist vorne dabei. Der Tourgott Vorobiev, wahrscheinlich ein Russe. Scheer ist wieder mit dabei und Le Bon. Sich wahrscheinlich auch die Bergpunkte sichern wollen, jetzt bei der zweiten Kategorie. Das war, denke ich mal, das Hauptziel. So, noch 55 Kilometer bis ins Ziel. Ja, rund 40 Kilometer geht es danach dann halt noch vom Gipfel des Berges bis ins Ziel. Deswegen fahren wir jetzt schon mal ein kleines Stück vor. Tagesform plus 1, das ist natürlich sehr schön, wenn sich das auch bewahrheiten würde. Am Berg würde ich dann trotzdem, auch wenn es bei der letzten Etappe jetzt nicht so super funktioniert hat, wieder ein Stückchen weiter vorne fahren. Wahrscheinlich Kwiatkowski hat mit plus 3, was natürlich ziemlich brutal ist, aber ist eigentlich nicht der Hauptkonkurrent. Das Blöde ist halt, dass unser Hauptkonkurrent Jakob Fuglsang auch in der Gesamtwertung direkt komplett vorne liegt. Und ich weiß nicht, ob seine Form nicht nochmal besser ist als unsere.
So, Taylor Finney spannt sich jetzt wieder vor uns. So, so richtig nach vorne fahren wir aber auch nicht. Geht jetzt hier in den Berg rein der zweiten Kategorie. Und 7 Kilometer, 6,5 Kilometer lang. Okay, jetzt geht's los. 3,6 Kilometer lang, okay. Wird also nicht von da gemessen, wo quasi der Fuß des Berges benannt wird. Das habe ich ja auch einmal nicht verstanden, dass das hier oben dann quasi der Fuß des Berges auch ist, der betitelt wird. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt Tempo mitfahren sollen oder ob wir einfach vorne mitrollen. Ich denke mal nicht, dass hier jetzt schon entscheidendes Tempo gemacht wird. Deswegen fahren wir mal mit. Nö, ich denke mal, es ist noch relativ breit vorne. Unsere Teamkollegen machen auch noch Tempo. Oben wird es jetzt relativ steil. Aber ich denke mal, da können wir erst einmal locker mitfahren. Da wird noch kein großes Tempo gemacht. Auch wenn Taylor Finney das natürlich jetzt ziemlich doch wehtut. Jetzt wird das Tempo doch auch nochmal höher. Dann gehen wir noch ein kleines Stückchen vor. Boah, ist das steil, brutal. Aber da wird jetzt vorne. Kwiatkowski fährt sehr weit vorne. Vogelsang fährt an zweiter Stelle. Boah, krass, wie steil das hier ist. Naja, 10%, 14 waren es jetzt gerade. Aber Zeit verlieren wollen wir, denke ich, noch keine jetzt hier am Berg. Da ist dann wohl die Zielankunft, also sehr, sehr steil. Und ich glaube, da reißt jetzt vielleicht doch eine kleine Lücke. Ja, nee, das Hauptfeld bleibt eigentlich zusammen. E4, na, ein paar Fahrer waren jetzt gerade in E4. Aber da werden wir schon wieder ranfahren. Hoffe ich. Ich hasse diese kleinen Berge. Die sind wirklich ätzend, dass das solche Gradmesser immer sind. Es sind noch 34 Kilometer bis ins Ziel. Jetzt spielen die Gruppen hier gerade ein bisschen verrückt. Aber das Hauptfeld sollte sich hier eigentlich wieder finden. Tempo ist jetzt auch ein bisschen rausgenommen gerade in der Spitze. Es fährt alles wieder zusammen. B3 sind drei Fahrer. Ich hoffe mal, dass es Ausreißer sind. Jawohl. Damit ist die Sache hier doch wieder geritzt. Gut, haben wir ein bisschen Kräfte gespart. Ja, Kwiatkowski hat natürlich immer noch Mordskräfte. Aber unsere Tagesform ist plus 1. Und wo es jetzt hier so leicht bergab geht, versuchen wir mal ein Stück nach vorne zu fahren. Dass wir dann hinten raus im Finale auch vorne dabei sind. Hier ist eine ganz gute Position, direkt neben dem weißen Trikot. Simon Yates. Jungs, ihr könnt dann jetzt auch ein bisschen Tempo. Ach, es sind noch Ausreißer vorne. 1,40 sind die weg. Tempo wird trotzdem jetzt niedriger. Wobei sie sich nicht so richtig einig sind. Kwiatkowski hat jetzt eine plus 5 für den Tag. Also, wenn er heute die Etappe nicht gewinnt, dann weiß ich es nicht. Dann hat er irgendwas taktisch falsch gemacht. Vogelsang scheint aber sehr, sehr gut in Form zu sein. Der fährt immer vorne mit. Also ich glaube, heute wird es wieder schwierig für uns, dass wir keine Zeit verlieren. Glaube ich quasi nicht. Es sind immer noch 23 Kilometer bis ins Ziel. Taylor Finney ist aus der Gruppe rausgefallen, also haben wir auch keinen Begleitschutz mehr. Bin gespannt. Der gelbe Balken ist schon weniger als die Hälfte. Bei Kwiatkowski ist er quasi noch fast ganz voll. Wird hier allerdings ordentlich Tempo rausgenommen, was uns natürlich nur passen kann. So, hier ohne Fahrer weiter hinten ist doch alles gut. Wenn jetzt hier kein Tempo gefahren wird, dann ist es so. Der Balken wächst wieder. Ausreißer 1,25 vorne, 16 Kilometer noch bis ins Ziel. Das ist doch ganz okay. Kwiatkowski hat wieder einen vollen Balken. Ansonsten sind einige Fahrer allerdings auch schon rausgefallen. Die waren rausgefallen, sind jetzt wieder rangefahren aus unserem Team. So immer ganz ruhig, ruhig Blut.
Tempo, leichte Tempoverschärfung, aber nur leicht. Aber ich denke mal, wir können dann jetzt auch schon gleich mal wieder etwas höher geben. Er fährt jetzt sowieso nach vorne. Der gelbe Balken wächst jetzt schon wieder sehr, sehr weit. Das freut mich natürlich. Tempo ist nicht sehr hoch. Wir können jetzt natürlich auch 11 Kilometer durchfahren mit 80. Aber jetzt scheint es Van der Sande vorne, Kwiatkowski, Toins. Hier ist die Kwiatkowski noch nicht im Gruppendrittel zu sehen. So, aufhören. Jetzt werden wir aber irgendwie zu weit nach hinten gereicht. So, das sind noch 8 Kilometer. Das heißt, mitfahren immer. Ja, oder wegfahren. Ja, wir können die 80 jetzt durchfahren. Wir können wahrscheinlich sogar eine 85 durchfahren. Ja, das geht nochmal sehr, sehr steil bergauf. Ja, wir fahren jetzt dann über 85 rein. So, wir haben es leicht abgesetzt, aber es geht jetzt hier links diesen Berg nochmal rauf. Der ist verdammt steil. Natürlich kommen die jetzt von hinten wieder ran. Kwiatkowski fährt jetzt zu uns hin. Auf und komm. Auf, zieh und zieh. Keine Zeit verlieren. Ja, die fahren jetzt alles vorbei. Und natürlich sind die spritziger. Auf und zieh, 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 zieh. Auf. Zieh, Junge. Ja, wir müssen mit dem Wert jetzt einfach ins Finale fahren. Auf, jetzt ruckel nicht, verdammt nochmal. So, Kwiatkowski gewinnt. Vor Igor Anton. Und auf, Ulle, komm, fahr drüber. Ach, wo ist denn Vogelsang? Vogelsang habe ich jetzt nicht gesehen. Weiß nicht, wo er war, aber wir sind immerhin Achter geworden. Jawohl. Rehabilitiert für die Etappe gestern. Ich glaube nicht, dass der Zeit verloren hat, Vogelsang. Er war wahrscheinlich direkt bei uns. Aber wir waren vor ihm auf jeden Fall. Und sind recht gut gefahren dafür, dass wir keinen besonders starken Hügelwert haben. Und natürlich, Kwiatkowski gewinnt schon wieder. Aber mit plus 5 musste er die Etappe auch gewinnen. Ich meine, der ist ja auch dann an uns vorbeigebraust. Das war ja nicht normal. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen waren. Das ist allerdings... Nee, das war nicht Vogelsang, das war wahrscheinlich Tim Wellens. So, Kwiatkowski ist der Sieger. Wir schauen, Vogelsang war hier, war dabei, 1 Minute 2, also haben wir keine Zeit gut gemacht, leider. Relativ weit nach hinten gewertet worden, die Gruppe. Selbst Arnaud Demar ist da noch ganz gut mit rübergekommen. Also sind wir in der Gesamtwertung jetzt trotzdem Achter. Wir haben Simon Spilak überholt, der am Berg sehr stark war, aber jetzt am Hügel anscheinend nicht. Wir schauen weiter nach vorne und jetzt wäre ein grüner Fitnesswert langsam angebracht, hoffe ich. Jawohl, und wie der nach oben geht. Sehr gut, unsere Form ist jetzt schon auf sehr, sehr gut, wie ich es gerade gesagt habe. Rechtzeitig, hier wird bestimmt wieder die Luzi abgehen am Berg der zweiten Kategorie. Von Valencia nach Castellón und da sehen wir uns dann natürlich wieder. Die Form wird besser und gut abgeschnitten haben wir jetzt eben auch an dem Hügel. Und ich denke mal, wir werden noch ordentlich Zeit gut machen. Dann sehen wir uns auf der 10. Etappe der Vuelta. Bis dann.